egal wie kurz oder lang das Gespräch, aber wenigstens jetzt für den Moment, jetzt bin ich mit der Aufmerksamkeit bei dir. Das zeigt er nämlich dann an, wenn du drauf drückst, dass er da Ja, ist jetzt läuft. ist. Es wird immer alles so sehr zerdacht. Ja. Das ist die große Schwierigkeit. Naja. Dass sich dieses, wenn du das einmal verstanden hast, dann wirst du feststellen, dass es da keine Probleme mehr gibt. Ich weiß in Ansätzen, was du meinst. Das ist nämlich dieses, es geht nur um Das diesen ist der Doppelschritt Unterschied, und über die Erhebung. zwischen Begriffen und Nichtbegriffen. Du weißt, Ja. was du dir ausdenkst, sind Erscheinungen, die kommen und gehen, die kannst du nicht festhalten. Darum sage ich immer wieder, irgendwas konservieren zu wollen. Das ist ja das Schöne, jetzt können wir wieder in die Bibel gehen, die Konserve. Man spricht ja zum Beispiel von einer Filmkonserve. Wenn ich mir jetzt eine Konserve als Dose denke, dann ist ja alles steril. Wenn ich mir jetzt eine Filmkonserve aber denke, da ist ja komischerweise, wenn wir die laufen lassen, das wäre eine Datei auf einer DVD, ist ja in einem gewissen Maß auch eine Konserve. Ja. Und das ist eigentlich eine Lebendigkeit, die eigentlich gar nicht lebendig ist, weil sie steril ist, was auftaucht. Und das ist das hebräische Wort Sama. Das heißt, normal wird es übersetzt mit bewachen und bewahren. Das mit dem Bewahren ist natürlich so eine Sache, weil das heißt eigentlich konservieren. Dann sperrst du das in irgendeinen Behälter ein, den nennst du deine Erinnerung. Da kommt die Geschichte von der barmherzigen Samariterin her. Das ist Radix. Das heißt, die Barmherzigkeit ist nämlich bei den Leuten, die wo was konservieren, die haben eigentlich keine Barmherzigkeit. Aber das wird jetzt viel zu weit führen. Ich will eigentlich wieder auf das Einfache reingehen, weil es ist ja alles erklärt, dass du immer wieder dir klar machen musst, was in dir auftaucht, ist eine Gedankenwelle. Die Gedankenwelle im Abstrakten hat den Wellenberg und das Wellental. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Wenn das wirklich verstanden ist, wenn das installiert ist, ist eigentlich alle Probleme vom Tisch. Weil das Problem ist ja wirklich übersetzt das Vorgelegte und was dir vorgelegt wird, sind Gedankenwellen. Die Schwierigkeit ist, dass du den Fokus immer bloß auf einer Seite hast. Und du musst wissen, dass du praktisch dieser ausgeschlossene Dritte bist. Ausgeschlossener Dritter heißt letztendlich, du bist jemand, der in dieser Welt der Erscheinungen der Gedankenwellen gar nicht auftauchen kann, als der, der du bist. Ich könnte jetzt das bezeichnen philosophisch als Ding-Ansicht. Immer Ding je heißt die Gesetze des Geistes. Und das ist, wenn jetzt ein Gescheiter in dir auftaucht, dann muss zwangsläufig ein Dummer da sein und jetzt immer daran denken, dass man die zwei Seiten in unseren Kegel, darum wiederhole ich das immer wieder, wenn sich in dir was wiederholt, hast du es noch nicht verstanden. Egal, um was es geht. Wenn sich in dir Ärger wiederholt, dann hast du noch nicht verstanden diesen einfachen Satz von mir, erkenne als Geist, dass Ärger als Ding an sich eigentlich ein vollkommen unsinniger Akt ist, weil Ärger ändert nichts an dem, was ist. Mein Beispiel, Kratzer ins Auto reinfahren. Ja. Jetzt ist die Frage, spürst du den Kratzer, tut dir weh? Es ist nur dieser Schwall von Interpretationen und Ärger, der bei diesen Reizauslöser in dir auftaucht. Dasselbe in Zukunftsangst. Die Hölle, ich denke mir jetzt einmal ganz bewusst Menschen aus, die eine Lebenshölle durchleben, weil sie in einer panischen Angst vor der Zukunft sind. Zum Beispiel, dass ihnen, ich mache jetzt in Klammer das, was sie zu sein glauben, etwas passieren könnte. Diesen Körper. Oder anderen ausgedachten Dingen, meiner Familie. Und es ist so offensichtlich, dass wenn du was nicht denkst, existiert es nicht. Es löst sich jeder Gedanke von Augenblick zu Augenblick auf. Da kann ich tausendmal sagen, wenn sich dein Körper auflöst, das kriegst du gar nicht mit. Das Problem ist, dass er immer und immer wieder auftaucht. Aber das, was auftaucht, wo du sagst, es ist mein Körper, ist jedes Mal vollkommen neu. Habe ich zigfach erklärt beim Lesen des Buches. Selbst in jedem Moment, wenn ich immer wieder sage, wenn du mal jetzt materialistische Logik ansetzt, das ist, du musst begriffen haben, was der Unterschied ist zwischen dasselbe und das Gleiche. Es ist immer dasselbe, Gleiche. dieselbe Gnade,
Es ist immer dieselbe, du bist dein ganzes Leben lang immer derselbe Leser von diesem Leben. Der, der dieses Leben durchlebt, der ist erlebt. Du bist immer dieselbe 200 Gramm rote Knete. Aber jede Form, jede Information, die sich neu in dir gestaltet, wird in dem Moment erschaffen, indem du das siehst, indem du diese Information anschaust. Es ist sehr simpel, es ist wirklich ganz einfach. Du benötigst keinen Intellekt, das zu begreifen. Und du wirst jetzt feststellen, dass die Falle ist, dieser Intellekt, den du zum Denken benutzt, ist die Quelle allen Leids. Es ist einfach so. Neo-Apokalypse, ein kleiner Satz. Geistig ist wach, ist dumm. Es ist ja dumm, heißt der Vollkommenheit. Das wache Bewusstsein ist Vollkommenheit. Wach ist dumm. Kann man auch Dom lesen. Wo es dann heißt, der Adam, Sejewene Kaba, ist Denker und Ausgedachtes. Und diese beiden sind vollkommen. Sejewene Kaba sind sie, das Atom, Atom, Atom. Da steckt es in den Atom. Das heißt eigentlich imperfekt, ich werde vollkommen werden. Aber erst, wenn ich beides bin, wenn ich Denker bin und Ausgedachtes. Aber ist nicht Denker und Ausgedachtes wieder eine Gedankenwelt? Der Denker, den ich mir denke und das, was er sich ausdenkt, was ich mir jetzt denke? Ja, ist auch wieder eine Gedankenwelle. Das, wie ich immer sage, das Immerseiende und das sich ständig Verändernde, das Ewige und das Vergängliche. Und ich betone dann immer wieder, dass dieses Ewige, das ich mir denke, nicht ewig ist, sondern auch ein Gedanke ist. Richtig, Das richtig. Wort ewig. Ja. Das ist das Einzige, was verstanden werden muss. Und du wirst merken, wie massiv sich der Zweite reinquetscht. Und dann kommen diese ganzen Gesetze deiner Logik, die gar nicht deine Logik ist, wo ich sage, deine Meinung ist eine Anderung. Es ist die Meinung deines Schwamminhalts, deiner Lehrer und deiner Erzieher, die natürlich auch richtig ist, aber nur ein bisschen. Und ich weiß gar nicht, was soll das ganze Geschwätz? Jetzt könnte ich sagen, du oder schwätzt ja auch, aber jetzt kommt immer wieder die Sache. Ich bin eine Figur in deinem Traum. Und keiner meint es ernster wie ich. Das kann man jetzt wieder nachplappern. Dann stimmt es zwar, was gesagt wird, aber die Frage, ich sehe gerade zum Beispiel im Chat, wo die Evelyn zeigt, wach wird man von alleine, da muss ich keine Bücher studieren. Das ist jetzt sehr, sehr treffend, wenn man das einmal begreift. Warte mal schnell, ich schaue mal ganz kurz rein. Wenn das jetzt geht bei der Aufnahme, müsste eigentlich gehen. Wo war das gerade? Du mal kurz was reden, weil mir immer so Ja, Geräusche. natürlich. Rauscht schon wieder. Erst das. Ja. Evelyn, Erwachen geschieht von selbst mit und ohne Studium. Mir geht es das manchmal echt auf den Keks, wenn man glaubt, etwas tun zu müssen, um etwas zu erreichen. Kaufmannsdenken. Das ist richtig. Aber nur ein bisschen. Ja. Du wirst jeden Morgen als der wach, der du zu sein glaubst. Ja. Das wird sich ja nicht wiederholen und du wirst älter werden, weil du im tiefsten Innern das glaubst. Das heißt, du wirst immer mit einem neuen Körper wach. Das Studium selber ist die große Frage. Wenn ich sage, du bist ein träumender Geist, kann die Traumwelt, die du dir aufbaust, wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen, dass ich sage, du bist, ich schalte es mal wieder weg, ich sage jetzt einfach mal, du bist ein Computer und das, was in dir auftauchen kann, hängt letztendlich ab von dem Programm und den Daten, die du zum Denken benutzt und dem Betriebssystem. Das ist einmal die erste Erkenntnis. Du wirst jetzt aber irgendwann einmal merken, dass es keinen Sinn macht, wenn du das ständig wiederholst. Das ist das, was man dann das Karma in der Reinkarnation, dieses Spiel, wenn sie sich in die Stille meditieren wollen, weil sie aus diesem Hexenkessel raus wollen. Du kommst aus dem Hexenkessel nicht raus. Du wirst jeden wach, wirst du auch ohne ein Studium. Und ich verspreche dir, wenn du dich auflöst, wir nennen das jetzt einmal materialistisch normal gesprochen, wenn du tot bist, wirst du wieder wach danach. Das ist dann, wo ich dann sage, eigentlich jetzt hier schon, wenn man das Zeitfenster eines Lebens aufmacht, von Säugling bis zum Greis, musst du das dann wieder komplett durchlaufen, dass du wieder Kind bist, so wie hinter dem Horizont in dem Film ganz am Ende, Ja. dass die zwei dann wieder als Kinder spielen, an dem Boot stehe ich, glaube ich, mit dem Schiff spielen, Ja. dass das wieder von vorne losgeht. Das Wichtige ist, dass du die Möglichkeit hast. Ich mache mal einen einfachen Satz.
ich sage jetzt schlichtweg und einfach, eine Welt, die sich einer ausdenkt, die ist genauso, wie sie ausgedacht wird. Jetzt ist die Frage, reden wir jetzt von dieser Welt, die du dir ausdenkst, die du bisher Welt genannt hast, die unabhängig von dir da außen existiert. Jetzt mach einen kleinen Schritt und sag, du bist ein Autor. Du schreibst, du entwirfst eine Romanwelt. Das kann eine mittelalterliche Welt sein. Es kann eine Science-Fiction-Welt, eine zukünftige Welt sein, eine aktuelle Welt sein, ein politischer Thriller, eine Liebesgeschichte sein. Das ist hier immer eingebettet in eine Welt. Und wenn du jetzt als Autor arbeitest, muss dir eins klar sein, du arbeitest immer in einem gewissen Maß, dass du mal mit deinem Intellekt und alles, was über deinen jetzigen Intellekt hinausgeht, kriegst du durch Inspiration. Dann sage ich immer wieder, das ist, kannst du das, was du sagst, behaupten, dass es von dir ist? Von dir selbst? Oder arbeitest du nur mit Wissenselementen, die du vom Hörensagen kennst, die du wieder zusammensetzt? Das vollkommen Neue, das kriegst du nur durch Inspiration. Das ist die Erweiterung des Intellekts. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, das ist jetzt das, was ich eigentlich immer negativ nur beschreibe, ist das, was du vom Hörensagen kennst. Du hast die Möglichkeit, durch Beobachten deiner Tierchen und durch Lesen die andere Meinungen anzueignen, die natürlich immer aus dir selbst kommen, wenn du träumst. Dass ich immer wieder sage, du hast jetzt das Internet und in dem Augenblick, wo du in deinem Leben einen Internetzugang hast, in dem Augenblick, wo du dich vor den Computer hinsetzt, musst du wissen, wenn du träumst, dass jede Internetseite, die du von diesen, ich benutze mal das Wort unendlich für Internetseiten, die du angreifen, anklicken kannst, dass jede dieser Internetseiten, wenn die dir auftaucht, wenn du träumst, aus dir selber. Genau, ja. Da ist ein unheimliches Wissen in dir, das du aber erst durch Studium wach freischaltest. Das heißt, wir müssen das einmal klären, wenn die Evelyn hier schreibt, wach wirst du von alleine. Das kannst du im Profiling für Neugierige definitiv schon nachlesen, dass ich hier definitiv sage, dass wenn du die Erleuchtung anstrebst, ich sage jetzt von meinem Beispiel, Erleuchtung ist sowas wie Pubertät in der menschlichen Entwicklung, Trockennasenaufentwicklung. Diese Erleuchtung, wenn das für dich vorgesehen ist, dann kommt es von ganz alleine, da musst du nichts dazu tun. Aber in Holofeeling für neugierig heißt es, aber es ist ja nicht der Sinn, wenn jetzt diese Erleuchtung da ist, dass du dich, so wie man sich das vorstellt, in die Ruhe hinsetzt und von morgens bis abends umschreist. Das ist ja todlangweilig. Ja, verstehe. Das heißt, du willst doch irgendwann nochmal was vollkommen Neues erleben. Was mit der Pubertät natürlich kommt, dann gehst du in den Bereich der Sexualität, die ja vorher nicht existiert hat. Das kriegst du aber wieder geschenkt. Ja. Die Feinheiten. Und jetzt kommt dann doch, es ist ein Akt des Lernens. Das ganze Leben ist ein permanenter Akt des Lernens. In jedem Leben lernst du was anders. Du kannst jetzt partizipieren. Das heißt, ich sage immer wieder, ich bin du und alles, was du noch erleben wirst, diese Erfahrungen habe ich schon gemacht. Und wenn ich jetzt wieder via Zeitreise, die es nicht gibt, in dir auftaucht und ich weiß jetzt, oh, da habe ich einen bösen Fehler gemacht, bin ich nicht dazu da, dich davon abzuhalten, dass du den Fehler machst. Nicht mehr machst. Weil in dem Moment, wo ich das bei dir abhalte, ist ja der Lernprozess, den ich in deinem Leben gemacht habe, werde ich mir meine eigene Weisheit nehmen. Jetzt haben wir wieder das Problem mit den Zeitreisen. Das funktioniert ganz anders. Also auch diese ganzen Filme, zum Beispiel jetzt die Parallelwelten auf Netflix, die bauen ja im Prinzip genauso auf wie Frequency. Ist immer wieder dasselbe Spiel. Da ist jetzt nicht, dass einer selber in die Vergangenheit reist, sondern nur die Tatsache, dass er mit der Vergangenheit kommunizieren kann. In Frequency geht dieser Kommissar, glaube ich, ist er, auf dem Dachboden, findet von seinem Vater einen Feuerwehrmann, der umgekommen ist bei einem Brand, das CB-Funkgerät von seinem Vater. Da war er noch Kind, wie der Vater da verbrannt ist. Setzt sich hin, dann kommt ein Gewitter und dann plötzlich hat er jemanden in der Leitung. Und dann stellt sich raus, dass das ein Vater in der Vergangenheit ist. In dem spanischen Netflix-Film Parallelwelten passiert dasselbe in Grün. Auch ein Gewitter, bloß dass das kein CB-Funkgerät ist, sondern eine alte Videokamera, die an den Fernseher angeschlossen ist, die gefunden wird. Und dann schalten die das ein und sie meinen, die schauen das Video an, die Frau, und kommuniziert aber mit dem Jungen, der 20 Jahre vorher da sitzt und plötzlich staunt, was ist da für eine Frau auf dem Bildschirm.
Ja, wir haben gestern in die Serie reingeguckt, eine Folge Parallel Welt ist ein Frequency. Film. Das ist keine Serie. Ist aber genauso aufgebaut, Es Udo, sind weil. viele. Ich habe jetzt nur die zwei genannt, diese zwei Filme. Und wenn was in dir auftaucht, selbst Ja. jeder Werbespot, jedes, wenn ich immer meine Kinderliedchen reinstelle, jeder Liedtext, egal was in dir auftaucht, es soll dir was sagen. Jede Kleinigkeit, wenn dir was runterfällt. Ich sage das Erste, was soll mir diese Vielheit sagen? Das erste Mal sollst du lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen und vor nichts und niemanden Angst zu haben. Dann hast du noch genügend zu tun, weil du wirst plötzlich feststellen, das ist dieses Liebe deine Feinde. Liebe all das. Und jetzt wird es natürlich schon wieder interessant mit der Liebe. Wir haben ja zwei verschiedene Arten von Lieben. Wir haben die rote Liebe und die rote Liebe platzt auseinander in Lieben und Hassen. Das ist aber schon der Ebenenwechsel. Wir haben auch den Henkel rechts und den Henkel links und Sonnenschein und Regen und Gesundheit und Krankheit. Reden wir den Tag und die Tag und Nacht, reden wir von einer Hälfte bei der Liebe, Ja. einer Facette, die ich integrieren muss. Liebe jede dieser bösartigen, dir schlecht erscheinenden Reizauslöser. Weil du einfach nur erkennen musst, dass ein Reizauslöser als Ding an sich vollkommen neutral ist. So wie ich immer wieder sage, ein Reizauslöser, ein Zeitungsbericht, Urschrift, nur Worte, ist einfach nur ein Fetzen Papier, der ist einfach nur in dem Moment, wo du ihn siehst, eine Information von dir. Was du jetzt aus diesen Worten für Vorstellungen generierst, die sind extrem subjektiv. Da gibt es übrigens nochmal zwei Schichten, die ich schon angesprochen gehabt habe, dass ich immer wieder sage, wenn man jetzt ein Politstück nimmt, ich wiederhole es ganz kurz. Wenn ich Danke. irgendeinen Ausschnitt nehme über Politiker, über die Merkel, über Seehofer und was es sonst noch von Konsorten gibt, und ich gebe das jetzt den Menschen, die ich mir ausdenke, mit den Programmen, die ich mir ausdenke, und die lesen das, ich sage den aktuellen Deutschen, dann wird jeder bei dem Wort Merkel, beim Seehofer, an denselben Politiker denken. Ich sage jetzt bewusst denselben Politiker. Aber da ist ja im Hintergrund, schwingt ja eine Riesenmenge noch mit, die du dir bewusst machen musst, von Partie oder Antipartie. Antipathie eigentlich genau. Oder Partie war verkehrt, Entschuldigung, habe ich versprochen. Von Zuneigung oder Ablehnung, nennen wir es so. Das heißt, wenn ich jetzt an AfDler das Wort Merkel fällt und an extremen CDUler das Wort Merkel fällt, wirst du jetzt feststellen, dass beide an dieselbe Person denken. Ich Ja. sage an dieselben Menschen, aber das ist schon wieder mit dem Programm, wird schon ein bisschen komplexer. Aber komplett anders das Ganze definieren. Ja, andere Verstehst du? Bewertung. Es ist Natürlich, schwer zu genau. glauben, dass das, was du glaubst, die Menschen werden immer das glauben, was du glaubst, das ist. Ja. Und der erste Schritt ist, du wirst niemals einen Gedanken von dir was erklären können. Es ist ein sinnloses Unterfangen. Darum ist immer wieder vom ersten Tag an, sage ich, erkläre es den, der mich jetzt ausdenkt. Ich bin ein Gedanke von dir. Ein Gedanke von dir wiederum existiert nur, wenn du ihn denkst und er wird so sein, wie du ihn dir denkst. Die Sache mit der Kiste. Das heißt, wenn ein Gescheiter in dir auftaucht, diese Gescheitheit hat er durch dich, durch den, der mich jetzt ausdenkt. Der denkt sich den Gescheiten genauso auf. Er denkt sich selbst aus, sagt dann, das weiß ich ja nicht. All das ist vom Tisch, wenn du begreifst, was es heißt, ein träumender Geist zu sein. Ein Denker, der sich eine Welt ausdenkt, diese Welt, jeder Gedanke, den der Denker denkt, das ist mein Beispiel wieder mit den Einfaltspinsel, mal dein Bild. Pass auf, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, denk mal bitte an ein rotes Marsmännchen. Schönes Beispiel. Und jetzt passt dir das nicht. Du willst, dass das grün ist. Es gibt keine roten Marsmännchen, sondern bloß grüne. Und jetzt taucht ein rotes Marsmännchen in dir auf und du meinst jetzt mit aller Gewalt, den erklären zu müssen, dass der eigentlich grün sein müsste. Da wirst du feststellen, dass wenn du dir das, ich mag es noch einfacher, du denkst dir irgendeinen korrupten Politiker aus. Oder ganz banal. Und du regst dich jetzt gnadenlos darüber auf, dass dieser Politiker, den du dir ausdenkst, korrupt ist. Merkst du, worauf ich hinaus will? Natürlich. Merkst du, wie geistlos das ist? Ja, absolut.
Das ist so Ja, total kann doch gar nicht geil. anders sein, wie du denn jetzt denkst. Richtig. Das ist Es gilt übrigens für alles und geworden, jeden. oder? Das Ja. gilt für alles und jeden. Solange wir das in den Gedanken machen und egal, wen wir jetzt denken, egal, wen wir jetzt denken, der ist, weil wir ihn denken. Wir, wer ist jetzt wir? Ist wir die ausgedachte Ariane und der ausgedachte Udo? Der eine Ist Geist. Da jetzt zumindest noch einer dort, der uns beobachtet und wenn der den Fehler jetzt macht, dass er sich dieses Selbstgespräch anhört, sollte es in irgendeinem auftauchen, der jetzt vom Computer sitzt und sich das anschaut, wie oft sage ich das? Das ist unheimlich wichtig, dass das verstanden wird. Der ist auch nicht wir. Wir ist der dann, der sich jetzt diese drei ausdenkt. Die Ariane-Pixelmännchen, das Udo-Pixelmännchen und den realen Menschen, von dem er sagt, das bin ich. Aber das sind ja alles ausgedachte Dinge. Und die kommen und gehen. Das ist das Einzige, was du akzeptieren musst. Und darüber musst du mit keinen streiten. Sobald wieder irgendwelche materialistische Idioten in deinem Traum auftauchen, die dich davon abhalten wollen, weil du zum Spinnen anfängst, weil du in einer Sekte bist. Du wirst merken, es ist sinnlos. Du fängst schon wieder an, ihm wieder eine Information von dir mehr Vertrauen zu schenken als dir selbst. Weil du schon wieder vergessen hast, dass du derjenige bist, der den jetzt träumt. Ich sage, dein Ego, dein Programm will sich am Leben erhalten. Es ist ungefähr so wie ein Virus. Es gibt gewisse Viren, die zusätzlich so programmiert sind, dass der Virenscanner die nicht mehr löschen kann. Von der kleinen Geschichte, ich hatte mal hier, vor langer Zeit hatte ich ja mal so ein Virus, der hat sich installiert, dann habe ich den entdeckt, dann habe ich den gelöscht nachträglich am Malware und jedes Mal beim neuen Hochfahren hat er sich wieder selber automatisch installiert, nachdem ich ihn gelöscht habe. Oh, hartnäckig. Das trifft jetzt absolut auf den Punkt, wie das Ego funktioniert. Du meinst, du hast was durchschaut und was feststellen, das installiert sich immer wieder von selbst. Okay, ja. Diesbezüglich musst du natürlich nichts tun, außer erkennen. Und das löscht sich, darum sage ich, nichts bekämpfen. Das ist, ich lasse dich von dem Wissen von mir partizipieren, das ich schon gemacht habe in deinem Leben, dann verändere mir was, ohne was zu verändern. Die Erfahrung musst du so und so machen. Bloß du wirst feststellen, dass die Erfahrungen, die man macht, ja auch wieder bloß Reizauslöser sind. Das heißt, wie ich das dann empfinde, das bestimmt meine Logik. Ich kann irgendeine Erfahrung, die ich mache, die mir, wo ich Angst habe davor, eine panische Angst habe, die kann auch eine extrem positive Erfahrung sein, wenn ich von vornherein das mit einer anderen Interpretation belege. Zum Beispiel ein Schmerz, denk an mein Blinddarm-Beispiel. Das erzähle ich jetzt nicht nochmal. Kann ich das, noch? Dass derselbe Schmerz quantitativ dieselbe Information Schmerz überhaupt nicht negativ sein muss, sondern sogar Lachen in dir auslöst. Das Einzige, was wir wegmachen müssen, dass wenn der Schmerz auftaucht, die Angst, dass dir was passieren könnte. Ja. Das ist das Schlimme, ist das Psychische dran, nicht bloß der körperliche Schmerz. Ja. Stimmt. Ich sage dich auch, da gibt es auch wieder Ausnahmen, die Regeln bestätigen. Also das musst du dir immer offen lassen. Okay, ja. In einer Welt der Einseitigkeit, ich kann dir immer nur Perspektiven erklären. Ja, Das war natürlich dann das große Problem mit dem chronologischen Verstreuen, dieses große, der große Trugschluss hier zum Beispiel mit den 7 Schöpfungstagen. Mhm. Am ersten Tag, am zweiten Tag. Ich könnte jetzt sagen, wenn ich jetzt ein Wohnzimmer beschreibe, als erstes erschaffe ich die Wände, als zweites erschaffe ich den Boden, als drittes erschaffe ich die Decke, dann schaffe ich hier einen Sessel, dann erschaffe ich dieses, als nächstes erschaffe ich dieses. Diese Auszählung, das ist ja schon das Wort Tag, wenn du dir anschaust, dieses J, Waff, Mem. Eine intellektuelle, aufgespannte Erscheinung, wenn man das blau liest. Der Dog. Das Jom, wie ich es immer ausspreche. Ja. Das klassische Jom heißt ja Dog. Es schreibt sich 10, dann das Waff als O vokalisiert, das M machen wir als Gestaltwertung. Dann hast du es eine intellektuelle, aufgespannte und zwar oszillierend, Evolution, Revolution, aufgespanntes Meer kann man auch lesen. Ein intellektuell aufgespanntes Meer, I-O-M. Mhm. Das ist das hebräische Wort Dog. Mhm. Intellektuell. Das ist das. Jeder Moment, jeder Tag ist heute. Es passiert immer heute und heute passiert jetzt.
Das heißt, wenn das nicht wirklich in einer tieferen Struktur installiert ist, sondern dass dir das, dass du es nur begriffen hast, wenn ich immer sage, begreifen, so oft wiederholt, da bist du noch in einem Reifen, in einem Hamsterlaufrad. Im Zustand des Reifens heißt, du musst wiederholen. Der Reifezustand. Ja. Schlafen, wiederholen, lernen. Ja. Okay, wenn du es verstanden hast, bleibt das Ding stehen. Dann steigst du auf, unten aus dem Hamsterlaufrad, wenn wir uns das bildlich vorstellen, steigst du auf und du wirst zum Zirr. Aha. Der Dreh- und Angelpunkt. Ja, ja. Weil du jetzt merkst, dass das eigentlich nur Film ist. Mhm. Dass sich Bewegung setzen. Dass du dich immer in Bewegung setzt. Eine Bewegung von A nach B ist schon was Ausgedachtes. Da fällt die ganze Physik in sich zusammen. Du merkst ja heute Morgen wieder reingestellt mit dem Lesch jetzt diese große Sensation, sie haben ein schwarzes Loch fotografiert. Eine Welt, das ist wie mit, wir haben Photonen im Fluch gefilmt. Das ist ein und ganz, der Lesch sagt dann noch ganz wichtig, dass hier die ganzen Voraussagen sich bestätigt haben. Das sind selbsterfüllende Prophezeiungen. Was ich auch für diesen Lesch, den ich mir jetzt ausdenke, bestätigen würde, dass irgendwann einmal in einem Sarg oder in einer Urne landet, das, was er zu sein glaubt, als hundertprozentiger Materialist. Das ist der Ausschuss von den Samenpfädchen, die nicht nach dem Ei suchen. Mhm. Mhm. Aber das, was jetzt wieder wie eine Drohung klingt, wenn ich jetzt den Namen Lesch austausche, wenn ich jetzt auch, wir nehmen mal den, der jetzt vom Computer sitzt und uns zwei ausdenkt. Der glaubt, er ist der, der vom Computer sitzt. Der wird nicht überleben, aber nicht, er wird sich nicht in der Zukunft auflösen. Was kommt, kommt jetzt und was sich auflöst, löst sich jetzt auf. Das ist das Wichtige, was verstanden werden muss. Das ist weder esoterisches noch religiöses und schon gar kein naturwissenschaftliches Geschwätz. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist und was ein bewusster Geist, das ist natürlich auch etwas Ausgedachtes, symbolisch gesprochen für dich, für den, der mich jetzt sprechen hört. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Du musst erst einmal begreifen, was du bist. Und dann erkläre ich dir in Groben, wie du zur Zeit funktionierst. Das ist ungefähr so, wie wenn ich dir einen Basic-Computer erkläre. Aber das ist noch lange nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber du hast überhaupt keine Ahnung, wie du zur Zeit als Basic funktionierst. Also versuche ich dir gar nicht zu erklären, was mit Windows alles möglich ist. Da bin ich auch lang und breit drauf eingegangen. Das passiert von selbst. Aber da musst du dann doch irgendwann einmal deinen Fokus verlagern in ein Studium. Mir fällt jetzt ganz spontan eine Geschichte mit Jan ein. Zeitlich zurückgeblättert, fast 20 Jahre. Die Zeit, wie hat sie Kassen Roswitha? Ich habe das ein paar Mal erwähnt. Ja. Da habe ich das dritte Buch, das Erwachen. Nee, das Selbstgespräch Erwachen. Mhm. Das habe ich damals in Jan geschickt. Mhm. Dann hat er das der Roswitha weitergegeben. Mhm. Und irgendwann ruft mich die wieder an und sagt, kommst du nicht wieder mal nach Bayreuth? Und da haben wir doch gegrillt immer noch. Kannst du dich da erinnern? Warst du da schon dabei? Da waren wir nicht dabei, nee. Da warst du noch nicht. Das ist vor Ariane. Ja. Das ist zu Eva-Maria-Zeiten. Bei den Neuwigs. Und die haben mich ein paar Mal eingeladen. Da warst du mit Jan noch gar noch nicht zusammen, aber der Jan wird sich noch erinnern. Mhm. Und da hat es ja Internet in der Form noch nicht groß gegeben. Das hat er denen dann weitergeben, die Datei. Und dann ruft die mich an, ob ich nicht wieder mal komme. Da haben wir gegrillt und dann haben sie sich vom Udo wieder bespaßen lassen, wie ich das nenne. Binker, dass ich ständig wiederhole, das ist ein Blödsinn. Man muss schon ein bisschen was tun. Und dann frage ich sie, ob sie das Erwachen schon gelesen hat. Ich wusste nämlich, dass sie ungefähr 3 Monate vorher vom Johannes Erwachen diese Schrift gekriegt hat, dieses Selbstgespräch, noch in Schwarz-Weiß. Dann sagt die zu mir, ich habe noch keine Zeit gehabt. Dann habe ich nur gesagt, ich habe auch keine Zeit und aufgelegt. Und seitdem habe ich von der nichts mehr gehört. Seitdem ist die in meiner Welt komplett gelöscht. Die nehmen mich nicht für voll. Und du weißt, es geht überhaupt nicht um den Udo. Nee, ja. Wenn ich wirklich weiß, ich sage jetzt mal so esoterisch, durch wen der Udo spricht. Du weißt, ich habe das ganze aufgestiegene Meistergeschwätz gegeben am Arsch vorbei. Wenn ich das wirklich einigermaßen erahne und ich kriege eine neue Schrift und die liegt 3 Monate bei mir rum und dann wollen sie den Udo einladen, dass er wieder was erzählt. Und ich sage, hast du das schon gelesen? Und sie sagt, ich habe noch keine Zeit gehabt. Weißt du, jetzt normal die Menschen, die ich mir jetzt ausdenke,
wie viel Dünnschiss die an Zeitungen und Fernsehsendungen sich in 3 Monaten reingezogen hat. Das wäre Ballen vor die Säue werfen. Du weißt, ich sage immer wieder, die Masse geht mir am Arsch vorbei. Es geht jetzt auch nicht darum, dass man sich zurückzieht und von morgens bis abends studiert. Aber ganz ohne geht es nicht. Weil es wird alles, was der Udo sagt, sobald ich ein bisschen Aufwicher und Vordersprache erkläre, rauscht man denen durch. Und ich weise immer wieder nur darauf hin, wenn du jetzt in deine Schulzeit zurückgehst, du hast immer wieder mal einen Liedtext oder ein Gedicht lernen müssen. Diese kleine Tabelle, jetzt hast du als allererstes unsere 22 Zeichen in Rot und Blau. Die muss so schlafwandlerisch in dir drin sein, noch schlafwandlerischer wie das kleine einmal eins. Das würde schon reichen. Mir geht es überhaupt nicht um intellektuelles Wissen. Das ist doch wirklich kein Monsterwerk, 22 Zeichen in Rot und Blau auswendig zu lernen in der Symbolik. Wobei die ISO konzentriert ist. Der Rest ergibt sich dann von selbst. Das wissen wir, wenn man neugierig wird, das weißt du jetzt. Es geht um ein Prinzip, pass auf, ich habe so oft erwähnt, wenn du jetzt in heutiger Zeit eine Prüfung machst, dann muss ich das immer wieder wiederholen, wenn du jetzt meinetwegen irgendeine Technikerprüfung, sagen wir mal Radio- und Fernsehtechniker lernst. Du darfst an der Prüfung einen Taschenrechner mitnehmen, es verlangt kein Mensch, dass du diese Berechnungen, die du eventuell anstellen musst während der Prüfung, dass du das im Kopf oder mit dem Papier schriftlich ausrechnest. Man setzt voraus, dass du weißt, was multiplizieren, dividieren und so weiter ist. Da haben wir einen Taschenrechner dafür. Und das Schöne ist, du darfst sogar deine Formelsammlung mit in die Rechnung. Du darfst bei jeder Ingenieurprüfung deine Formelsammlung mit in die Prüfung nehmen. Es gibt vorher dann natürlich in Physik Prüfungen, wo man zuerst einmal prüft, ob du das Grundprinzip der Formeln verstanden hast. Aber das ist ja eine Vorbereitung dann. Dann geht es ja um einen höheren Komplex. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, du musst die Statik von irgendeiner Brücke berechnen, mit wie groß müssen die Pfeiler sein, dass man die so und so stark pro Quadratmeter belasten darf oder in ein Haus. Und wenn du das Prinzip weißt, wie man das berechnet, darfst du dann die Formelsammlung benutzen. Die Formel musst du dir nicht merken. Es geht um das Prinzip, wie man es macht. Und dasselbe, ich habe jetzt das wiederholt, dasselbe gilt für Holofeeling. Das heißt, wenn du das mit der Vordersprache, dass wir zuerst einmal nachschauen können, was ist die etymologische Wurzel und immer daran denken, ich rede jetzt nicht wie alle in deiner Welt, die zurzeit noch auftauchen, von irgendwie und das Wort kommt von dem Wort und das stammt dann von dem Wort ab. Die gehen in die Vergangenheit. Ich rede von der Transfer, von einer tieferen Wurzel. Die Wortwurzel, die Wurzel ist immer, das ist wie beim Hochhaus. Der Keller war nicht in der Vergangenheit und dann kommt erstes, zweites, drittes, vierter Stock und dann ganz als neuestes Ganz am letzten kommt dann das Hochhaus, das Penthouse. Du musst es umdrehen. Der Keller ist immer und auf dem baut sich was auf. Das ist die Wurzel. Also Etymologie chronologisch verstanden. Ich lese zurzeit in mein Weg ins Holofeeling Band 3 rein. Ich habe das schon mal überflogen, das ist sehr spaßig. Vor der Liliane und da taucht dann so Hildegard auf, mit dem mal, hat sie mich einmal angerufen. Da hat sie übrigens ein bisschen geschönt bei diesem Bericht, was mit der Hildegard war. Das müsste ich dir fast einblenden, weil das sehr, sehr spaßig ist. Weil sie als große Meisterin, sie hat ja mit Jesus in ihrem vergangenen Leben zu tun gehabt. Und das sind für mich alles Schwätzer. Das sind Märchengeschichten. Das heißt, jeder hat seine eigene Welt. Und ich sage jetzt nicht, wenn einer behauptet, der auftaucht, ich rede als normaler Mensch, wenn in mir einer auftaucht und sagt, er wurde von grünen Mastmännchen entführt, sage ich, es kann mit dem Programm, auf dem der Dick, den ich mir jetzt ausdenke, durchaus möglich sein, dass du sogar fliegen kannst oder Superkräfte hast. Weil du hast deine Welt und deine Welt wird bestimmt von deinem Programm. Und sobald jetzt Figuren in dir auftauchen, in deinem Traum, Protagonisten, die andere Sachen behaupten, haben die nur eine ganz, ganz andere Perspektive und einen anderen Blickwinkel. Das macht sie aber nicht besser und schlechter. Das ist wie, wenn wir jetzt über Geschmack diskutieren. Das ist in einem gewissen Maß ein Programm, wenn einer sagt, ich esse kein Fleisch oder ich bin Veganer. Und dann wird man nach einem gemeinsamen Nenner suchen und den wirst du nicht finden, weil das Einseitigkeiten sind. Der gemeinsame Nenner von allen ist der, der sich's ausdenkt. Der liegt auf einer anderen Ebene. Ich kann mir Menschen denken, die sich andere Menschen ausdenken. Aber die Menschen, die ich mir jetzt denke, die sich andere Menschen ausdenken, die existieren nur in dem Moment, wo ich die denke. Und dann denken die sich andere aus jetzt, weil ich mir das denke, dass sie sich andere ausdenken. Immer wieder dran denken, reduziere den menschlichen Kopf, das Gehirn auf eine Kiste.
Kiste, die du denkst, die existiert nur, wenn du sie denkst, und in der Kiste, die du dir denkst, ist bloß das drin, was du dir reindenkst in die Kiste. Das ist ganz wichtig, dass man das checkt. Außer ich denke mir Kiste und ich sage dann, ich weiß ja nicht, was in der Kiste drin ist. Dann habe ich schon wieder vergessen, dass ich mir doch jetzt die Kiste ausdenke, und so wie ich mir die Kiste erschaffe, kann ich mir auch was erschaffen, was in der Kiste drin ist. Aber das wiederum kann ich nur in Maßsetzung meines Intellekts. Ich muss erst einmal diese höhere Stufe erreichen. Und diese höhere Stufe, da wächst man von alleine hin. Wie ich immer sage, so wie du, wenn es für dich vorgesehen ist, dass du jetzt eine gerade Ameise bist oder Stubenfliege, ich behaupte mal, die Dinge, die kommen nicht in die Pubertät. Du musst zumindest ein Säugetier sein. Und wenn du ein Säugetier bist, dann wirst du in einem gewissen Maß in die Pubertät kommen. Ob du willst oder nicht, in diesem chronologischen Ablauf dieses Programms, das aber nichts mit der Vergangenheit in die Zukunft zu tun hat, mit einer Bewegung von der Vergangenheit in die Zukunft, sondern ständigen Wiederholen und dann wechseln, bis die Reife da ist. Ich kann nicht oft genug sagen, ich rede von einem vollkommen neuen Weltbild. So wie sich auch eine vollkommen neue Welt nach der Pubertät in dir auftut. Weil du dich plötzlich für Sachen interessierst, für die du dich vorher gar nicht interessiert hast. Für irgendeine Sexualität zum Beispiel. Und auch hier rede ich nur in Metaphern. Aber man muss dann schon was tun. Das ist immer wieder das Samenfädchen, das nicht nach dem Ei sucht. Und die reine Suche hat jetzt nicht unbedingt was mit einem intellektuellen Studium zu tun. Das wiederum hängt nämlich davon ab, welches Leben du zurzeit durchlebst. Die Leben sind ja diese Reifestufen. Wie ich immer wieder sage, wenn du dein Buch hast, hast du deine Seiten. Mhm. Und das, was in dem Buch die Seiten sind, das ist auf der nächsten Ebene im Bücherregal die Bücher. Da gibt es auch Bücher, einfache Kindergartenbücher, Schulbücher, jetzt in der Schulphase, in der Pubertätsphase, bloß auf ein ganzes Leben bezogen. Einfacher kann ich es nicht ausdrücken. Und da warte nie, dass das irgendein Gedanke von dir versteht oder verstehen muss. Es ist ein Gespräch von JCH zu ICH Rot. Das, was in Erscheinung tritt, ist dann schon auf der Leinwand. Und das wird halt momentan von dir, Geist, nur von deinem blauen Intellekt gesteuert, was du aufnimmst. Das Leben ist ein einziger Lernprozess, ein Hinwachsen zu der Heiligkeit, die du nie aufgegeben hast. Kleine, so ist das Leben. Und dann tauchen die Fragen auf, um das von wegzunehmen, wo ich immer sage, du wirst dann merken, so wie ich im Ich-Bin-Du-Quadrat, dem ersten Selbstgespräch, Lernen 1, Lernen 2, Lernen 3. Wenn du am Computer Daten eingibst, dann lernst du den nichts. Wenn du eine neue Software von dir kriegst, lernst du den auch nichts, weil Computer nichts lernen kann. Ich sage immer, setz dich zuerst einmal als Computer. Oder als träumender Geist. Diese Metaphern habe ich zigfach durch, was da das Besondere dran ist. Da muss man sich halt anhören. Das magst du ja. Du, wen meine ich jetzt du? Wenn ich jetzt auch den, der uns ausdenkt, das hängt ja wieder davon ab, welches Programm läuft zurzeit in dir? Wenn in dir das Ariane-Programm läuft, da ist mir vollkommen klar, das hast du abgecheckt. Ich könnte jetzt aber etliche andere Namenprogramme nennen, die haben das noch nicht abgecheckt. Das sind auch die zwei Seiten. Es geht nicht um intellektuelles Wissen, aber dann doch wieder. Weil ein Schöpfergott braucht intellektuelles Wissen, um was zu erschaffen, so wie ein Computer Daten und Programme braucht. Ja. Und das, was auf dem Computer auftaucht, steht und fällt mit den Daten und den Programmen. Und mit Basic läuft halt nicht viel auf dem Bildschirm. Ja. Darum erwähne ich immer wieder diese gigantische Welt, die du dir zurzeit ausdenkst, mit diesen Menschen, mit dieser Flora und der Fauna, mit dem Universum, mit der ganzen Physik. Das ist Basic. Die nächste Stufe ist Windows. Und wenn du jetzt den Unterschied, den ich oft darauf hingewiesen habe, der ist nicht begreifbar, wenn du Basic hast. Das ist genauso wenig begreifbar, wie wenn du an 4 Wochen alten Säugling irgendwas Sexualität oder versuchst zu erklären, wie eine Kaffeemaschine funktioniert. Die Schwierigkeit ist, dass du ja selbst das Basic, das du drauf hast, das mache ich zurzeit mit Holofeeling, darum sind das ja alles raumzeitliche Beispiele, dass du ja noch so weit weg bist, dein Basic zu verstehen, weil dein Fokus so winzig klein ist auf Sachen, die dich interessieren, erweiter dich. Darum musst du neugierig werden.
auf Religionen. Aber da kommt jetzt wieder, man muss rechtzeitig die Bremse ziehen, dass man nicht zum Fachidioten wird, dass man in ein Fachgebiet reinrutscht. Da musst du neugierig werden auf Politik. Und dann wirst du merken, dass man zuerst wieder immer unsere Welle. Zu den Rechten gehören die Linken. Wenn du jetzt in deinem Fokus nur die Rechten reinschiebst, wirst du feststellen, innerhalb der Rechten gibt es Rechte und Linke. Und innerhalb der Linken gibt es auch Rechte und Linke. Man spricht dann hier die extrem Rechten bei der AfD oder die Linken, die Gemäßigten bei der AfD. Aber bei den Linken ist es doch dasselbe, was dann die Faschos werden, die extrem Linken. Und du wirst dann merken, dass das extrem links ist im Prinzip dasselbe wie extrem rechts. Weil wir nämlich immer einen Kreis bilden müssen. Von den zweien müssen wir immer einen Kreis bilden. Ich sage, das extreme Nichtwissen und die Vielwisserei, das Nichts und das Alles, ist letztendlich dasselbe. Die Kleinsten werden die Größten sein, das heißt, das Nichts wird alles. Schau mal das Wort klein an. Koll heißt alles und Ain heißt nicht existierend. Alles ist nicht existierend, das heißt, alles in einem Moment ist eigentlich nichts. Zu etwas, et 70, 400, wird es erst, wenn zuerst einmal eine Division stattfindet. Die Öffnung deines Intellekts erzeugt eine Vision. Und die ändert sich von Moment zu Moment in dem, was du dir ausdenkst. Drum ist MOM heißt Fehler. Es fehlt plötzlich was in dir, weil du dir das ausdenkst und vor dich hinstellst. Aber das, was in dir fehlt, ist trotzdem in dir drin. Es ist immer null. Und schon alles, was du so erlebst, was du dir jetzt wieder in die Vergangenheit denkst, was du angeblich in der Vergangenheit erlebt hast, die letzten Wochen, ist immer jetzt gewesen. Selbst die Vergangenheit, die du dir denkst, jetzt als Zeitfenster, als Chat, denkst du jetzt. Und dann können wir jetzt wieder reingehen. Wie war das? Warst du dabei, wieder nur da, wieder das Haus übergeben habt? Wo seid ihr da hingegangen? Und jetzt musst du aus diesem einen Gedankenchat wieder einzelne Bilder im Jetzt hochholen als Erinnerung. Du erwächst es in deinem Innern. Das ist die Erinnerung. Das wiederhole ich. Das ist mir zuerst einmal wichtig. Und das muss sitzen. Und dann kann man einen Schritt weitergehen. Wenn du schlafen, wie ich immer mein Beispiel sage, wenn du früher Führerschein kriegt hast, Kuppeln schalten. Das hat ja fast jeder Automatik. Blinker schauen, Blinker setzen, rechts beim Überholen. Das ist am Anfang, muss man so viel aufpassen, es ist eine Reizüberflutung, bis es zu einem positiven Automatismus geworden ist. Und wenn ich jetzt sage, dann passiert es, ohne dass du das mitkriegst, wenn du es nicht mitkriegst, passiert es erst gar nicht. Das ist das, was ich sage, wenn du einen Roman liest und du bist komplett in diese Romanwelt, du bist praktisch zu einem Kino geworden. Du weißt es, wenn ich sage, du fängst an, das saugt die Geschichte saugt dich förmlich auf. Plötzlich schaust du hoch, bist auf der Seite 100, hast du 50 Mal umgeblättert. Wenn du jetzt sagst, ja, es ist ein logisches Konstrukt von Vergangenheit, weil es hast du ja nicht erlebt. Und was du nicht erlebst, existiert nicht. Um etwas zu erleben, muss es existieren. Darum hat auch nie deine Geburt existiert als Trockennasenaffe. Deine eigene. Selbstverständlich kannst du als Frau jetzt erleben, dass du ein Kind auf die Welt bringst. Da du das erlebt hast, kannst du dir das in die Vergangenheit denken. Aber zu sagen, ich bin auf dieselbe Art und Weise als Säugling in die Welt gekommen, ist ein logisches Konstrukt, weil das könntest du nur mit der Meinheit beschwören. Das sind die zwei Seiten. Man muss sehr genau werden. Und wenn du jetzt an dem Alten festhältst, hast du verloren. Verloren nicht, dass dir was passieren könnte. Wenn du mich jetzt hörst, dann bist du ewig. Das habe ich gesagt. Ob du das glaubst oder nicht glaubst, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Wenn du jetzt dieses Gespräch hörst, bist du ewig. Du wirst den Tod nicht schmecken. Du kannst aber immer wieder das nächste Scheißleben aus dir hervorloben. Das schmeckst du dann. Ecken. Schaumecken. Du kannst aufsteigen. Das ist das einzige Vertrauen, das ich von dir fordere. Ich fordere von dir, dass du mir vertraust, dass ich sage, du bist ewig. Ohne esoterisches Geschwätz. Aber du bist nicht irgendein Gedanke von dir. Und das ganze Leid, wie bei meinem Holgerchen, wo ich gesagt habe, wenn er in sein Leben zurückblättert, das Erste, was du demütig akzeptieren musst, dieses Riesenleid der letzten 40 Jahre, der Einzige, der daran schuld ist, bist du selbst, dieses Programm, dieser Glaube, den du in dir trägst. Mach dir mal bewusst, wie vielen Menschen du schon die Schuld gegeben hast, dass dir Scheiß geht.
Burnout, irgendwas, immer ist irgendwas Schritt gewesen, du hast immer eine Rechtfertigung für deine eigene geistlose Dummheit. Und den Namen Holger kannst du deinen eigenen setzen. Das sind ja immer die zwei Seiten, man so ein H-Oll haben wir ja das Joch und GR heißt ja ein Joch, das in der Fremde, einer, der in der Fremde übernachtet. Das ist die Traumfigur, Holger. Aber hin hängt ja ein Kallus. K-All. Das heißt, wie göttliche, wie Gottesbewusstsein. Das ist die andere Hälfte von ihm. Kommt übrigens wieder von meinem Professor Rainer, der Musterschüler, hier ein Karls. Ein Professor Karls hat sich, glaube ich, angemeldet. Mein Johannes. Der heißt ja Johannes. Das ist der Musterschüler von Professor Rainer. Der ist jetzt auch Professor schon lang. Der war im Fliegenstall auch. Das ist ein Karls. Muss irgendwas mit den Kallus zu tun haben. Nomen ist Omen. Ihr seid erschaffene Protagonisten als das, was ihr zu sein glaubt. Aber in Wirklichkeit bist du was ganz was anderes. Kein Protagonist. Und da hat die Evelyn, die Ivi, durchaus recht, wenn sie sagt, ich muss nicht studieren. Aber das ist schon wieder mit der Basic-Logik eine einseitige Aussage. Das ist wie ein Kind, das sagt, ich muss nichts lernen. Es passiert von alleine, dass ich alt war. Ich sage, das ist richtig. Aber du kannst alt werden und am Ende deines Lebens von dem Leben was verstanden haben und du kannst alt werden, dumm geboren und dumm gestorben. Alt wirst du von allein, genauso wirst du wach. Du wirst jeden Morgen wach. Die Frage ist immer wieder als dasselbe, in einer ständigen Wiederholung und täglich grüßt das Murmeltier. Oder mit der Neugier auf was Neues, dann muss man die Veränderung zulassen. Aber wer lässt schon gern Veränderung zu? Beobachte dich in einer Kleinigkeit, da muss bloß eine Kaffeemaschine oder was kaputt gehen, dann regst du dich schon wieder auf und wirst es sofort. Am besten, dass die weiterläuft. Am liebsten wäre es da, wenn sie nicht kaputt gegangen wäre. Immer wenn was kaputt geht, kriegst du was Neues. Da mischt natürlich jetzt hier wieder diese Erd, wo ich immer sage, wir setzen auf Wachstum. Das ist so eine Geistlosigkeit. Prinzipiell nicht. Aber solange ich im Hintergrund ein Programm von einer Erdkugel mit begrenzten Ressourcen habe, ist es die größte Dummheit, die es überhaupt gibt. Schon diese Aussage musst du eigentlich normalerweise, würde ich den gleich wegzappen, den will ich gar nicht länger anhören. Das hat jetzt nichts mit einem Vorurteil zu tun, sondern dass er elementare Zusammenhänge überhaupt nicht erkennt. Und da gehört jetzt die ganze menschliche Elite an Professoren dazu, die du dir ausdeckst. Weil selbst die guten Menschen dir dann immer wieder Einseitigkeiten predigen. Bring mir einen, der keine Einseitigkeit predigt, der da von der Vollkommenheit redet, ohne dass er bloß esoterisches Geschwätz von sich sappert. Wir sind ja alle Liebe, wir sind ja alle heilig, wir. Und denkt sich dann schon wieder die Liebe aus und die Heiligkeit aus. Das ist das Spiel, das spielen wir Geist mit uns selbst. In unendlich vielen Facetten und sobald du eine Facette von uns selbst bist, gehst du in die Vergessenheit und dann kannst du was lernen und erleben. Jetzt lassen wir es gut sein, Kleines. Gut, danke. Schauen wir mal, ob das was geworden ist. Mhm. Und dann schauen wir weiter. Ja, danke, UP. Ich will noch eine Runde Ariane. Tschüss. Danke, ciao.